Hallo Leute, willkommen zurück zu Far Cry 1. Im letzten Part haben wir... Wow, wow, wow. Sind wir hier... Haben wir weitergemacht mit diesem... Lass mich doch mal ausreden, ihr Arschlöcher. Mit dieser coolen Dschungelsafari. Und ja, machen jetzt einfach mal weiter. Wir sind immer noch dabei, diese Welt zu retten. Auch wenn wir kläglich scheitern, weil sie immer irgendwie woanders hingeschleppt wird. Erinnert so ein bisschen an Mario. Sorry, the princess is in the other castle. Hm, scheiße. Aber ich kann nicht springen, Mann. Spring doch mal. Hier auf diesen Flugzeugflügel von diesen Japanern oder was weiß ich. Keine Ahnung mehr. Oh, geil, Vögel. Wow! Gibt's aber ein Bonus-Game. Hallo, ich habe alle mit einem Schuss getroffen. Na, scheiße. Na gut. Da oben war ja anscheinend niemand, also ist eine gute Position, von da zu snipern. Alter Falter! Was macht der denn? Bist du bescheuert oder was? Mit einem riesen Cock hier. Mal gelassen. Okay, Alter, ey, ballert der hier einfach voll mit dem Raketenwerfer rum. Bist du bescheuert? Kranke Sau. Na gut. Also, gucken wir erstmal hier. Da ist jemand mit einer Sniper, der aber schon auf uns zielt, von daher. Zack. Viel Spaß in der Hölle, du Eierkopf. Oh, sieht die Sonne nicht schön aus. Ja. Super schön. Okay, auf der an der Brücke. War hier nicht gerade noch jemand? Oh ja, da. Oh, jetzt wird schon auf mich geschossen. Scheiße. Und Batz! Down. Und Bam! Auch tot. Ah, ihr habt ja keine Chance gegen den Meistersniper zu gewinnen. Da ist noch jemand. Ich gar nicht zu verstecken, außerdem bin ich in der anderen Richtung, du Mongo. Zack. Und tot. Ah, noch irgendwo wer? Vielleicht da unten? Oh ja. Da sieh mal einer an. Und tot. Gut. Das war's anscheinend. Ah ne, da ist noch jemand. Na gut, den hole ich mir gleich, wenn ich dann da unten bin. Okay. Also lassen wir den verrückt mit seinem scheiß Raketenwerfer erstmal allein. Das bin ich auch erschreckt eben gerade. Krass. Aber wir müssen uns noch hier... Ah, scheiße. Wir müssen uns noch hier die Sprengladung besorgen. Da ist er. Zack. Wunderbar. Und Medipack. Das sollte funktionieren. Das sollte funktionieren. Ja, weil wir müssen ja... mal wieder was sprengen, um... ans Ziel zu kommen. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Tja. Oh. Hätte ich das mal früher gewusst. Na gut, die haben ja nicht gerade ein Mega-Tempo drauf, die Fässer. Egal. Also. Oh, da ist ja noch jemand. Hey, Bro. Tschüss, Bro. Scheiße, ist das tief hier. Boah. Was ein Paradies. Und hier machen die so nur Scheiße. Ich glaub's nicht. Da ist der. Wer? Ich? Wo? Du bist tot, Mann. Nein, Mann. Kein Bock, Mann. Ah, da bist du. So. Geil, der ist auch tot. Ah, da müssen wir die Sprengladung platzieren. Alles klar. Hm, gebe ich mal die Kombination ein, ne? Oh, musste gerade mal eine kurze Pause einlegen. Meine Mutter hat genervt gerade. Ja, wisst ja, wie das ist. Es ist restricted. 1, 5. Was? Ernsthaft? Ohne Scheiß, Leute. Hä?
Moment, was hatte ich gemacht? 1, 5, 9. Aber es geht nicht auf. Also ich wusste ernsthaft, ich habe es einfach nur so aus Spaß irgendwie draufgeballert. Ernsthaft, wenn das funktioniert hätte, das wäre geil. Okay, Sprengstoff. Oh my god. Bleib wachsam. Ja, bleib wachsam. Pass mal auf, Mann, wie wachsam du gleich bist. So. Was haben Sie denn diesmal angestellt? Als ob du das schon wieder mitbekommen hättest, du Doll-Typi. Oh, scheiße. Oh, ein Hubschrauber. Ich hör's ja schon. Oh, gut. Aber diesmal hole ich den mit dem Raketenwerfer runter. Kein Bock jetzt hier. Jetzt gibt's keine Freundschaftsspielchen mehr hier. Zack. Was? Voll zerfetzt, Alter. Der Typ, der wieder rausgeflogen ist. Geil. Ah, hier ist noch eine Weste. Cool, cool, cool. Hätte ich gern. Ach so. Hallo. Muss ich hier irgendwie rüber jumpen? Weste. Okay. Ah genau, hier war noch die Sniper-Munition. Hab ich natürlich nicht vergessen von dem einen Sniper hier. Ja, ich kann auch hier nochmal ein bisschen rumgucken. Obwohl, nö. Nee, kein Bock jetzt. Kriegerkorb. Oh mein Gott. Wollen wir doch mal da reinschauen, in die Kriegerkorb. Und Gott sei Dank die Karte, also ist man gezwungen sozusagen die Karte zu holen, sonst geht da nichts. Das ist, ja, das ist Pistolenmunition, die kann ich eh nicht gebrauchen. Gar nichts. Oh, und nächstes Level, okay. Alles klar. Hören Sie, ich habe die gesicherten Datenkanäle gehackt. Anscheinend bringen Sie Valerie zu einem Helikopter. Oh Mann. Man bringt Sie bestimmt nach Pagao oder Yakutan. Um zum Landeplatz zu gelangen, müssen Sie den Bunker durchqueren. Wird sie aber vermutlich bereits erwarten. Ich habe so schlechte Laune, dass es mir egal ist, ob die mich erwarten oder nicht. Jetzt nennt es auf einmal Valerie. Letztens hieß sie noch Val. Naja. Können ja machen, was sie wollen. Hier ist mal wieder eine Machete, aber gut, was soll ich damit? Öffnen! Ja, voll die dramatische Musik. Ach hier. Okay. Oh, und hier warten schon wieder die ersten Leute. Meine Anzeige glüht ja schon wieder förmlich. Hey, schnappt ihn euch! Was ist denn hier los? Okay. Ah. Ist er tot? Nee, ich glaub nicht. Du bist erledigt, Mann! Nein, Mann! Ist alles okay? Wow, 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 was ist denn das? Geil, alle tot. Okay, der Typi, der hatte die Shotgun. Ist das nicht geil? Die wechseln wir gleich mal mit dem Teil hier. Zack. Richtig Hammer. Die Shotgun. Die ist richtig gut, um gegen die Trigenen vorzugehen, weil, ihr wisst ja alle, irgendwelche genetisch veränderten Teile oder sowas. Immer mit den Schrotgewehren. Genau wie die Zombies. Immer mit den Schrotgewehren. Also irgendwann mal bei einer Zombie. Halt mal die Klappe! Fresse jetzt! Ich will gerade was erzählen, Mann. Wenn irgendwann mal eine Zombie-Apokalypse ist, dann holt euch die Shotgun. Immer das Beste. Was zur Hölle ist das? Was sehen Sie? Ich habe keine Ahnung, aber das ist mit Sicherheit kein Ahnung. Was ist das denn? Jetzt machen die ernsthaft schon irgendwelche Versuche an Menschen, oder was? Ja. Guckt euch das an. Hier Menschen und da irgendwelche ekelhaften Viecher. Krass. Nee, ey. Ekelhaft. Dieser Kriegertyp ist ja echt krank. Einfach krank. Da steckst du noch mehr! Oh, scheiße. Trigenen! Ja. Voll an meiner Granate stehen geblieben. Sind die dumm. Ah ja. Aber es sind auch Primaten. Wollen wir aber nicht hoffen, dass die anderen Teile dann schlauer sind. Die Menschen verändert. Oh, scheiße. Wer ist da? Wow, wow, wow.
Hier geht's wieder zurück, glaube ich. Also, ne, müssen wir nicht lang. Was ist das für ein Geräusch? Voll komisch. Ah, erstmal eine Weste. Was zur Hölle? Einfach durchlöchert. Ist alles okay? Na klar, aber dem geht's super gut. Super gut. Oh, hier, Alter, ein so ein Schuss, wie das aussieht. Naja. Ihr denkt, ich lasse mich von sowas ablenken? Nee, ich bin immer dabei. Immer dabei. Okay, was gibt's hier? Oh, scheiße. Zwei Wege. Welche Tür ist die richtige? Ich gehe mal durch die ist rechte. Ist da jemand? Was war das? Ich weiß auch nicht. Puh, der hatte eine Shotgun. Das ist gut, weil wenn die dann auch mal damit abfeuern, ist doch ganz schön brutal, was für einen Schaden macht. Okay. Wo bin ich jetzt hier? Oh, geil. Waffenkammer oder sowas. Ist das ein neues Gewehr? Nee. Schade. Medipack. Oh, Granaten. Oh, geil. Erstmal wieder voll aufgetankt. Cool. Kann's da weitergehen. Sieht voll cool aus. Keine Bewegung, ich weiß. Okay, vielleicht habe ich mich jetzt gerade ein bisschen ablenken lassen. Hier oben voll offen. Hat was, ja. Oh Gott. Ich höre schon wieder die Trigen. Sie lauern. Auf mich. Okay, das war nicht gerade so schwer. Aber da ist noch einer irgendwo. Wow, wow, wow. Ja, die haben aber auch Riesenkrallen, die Teile, ey. Noch eins. Aha, die Flaschen. Oh, ey. Ja, die Teile sind einfach die kranksten hier. Ach, guck dir die Klauen an, ey. Die durchbohren euch ja förmlich. Nee, ey. Und jetzt? Ja, was macht ihr jetzt? Zack. Und wart's voll in euren Kopf. Kann ja passieren, dass der Käfig noch irgendwie aufgeht. Das wollen wir nicht. Scheiße. Oh. Heiliger. Gott sei Dank hört mich dir schon von Entfernung. Ah, noch eine Weste, das merke ich mir mal. Falls ich hier nochmal zurückkomme oder so. Hast du das gehört? Ja, hat er gehört. Kann die Teile in die Luft fliegen? Ach nee, ich probier's erst gar nicht aus. Jetzt verrecke ich wieder. Ah, die Shotgun ist schon geil. Hier in so einem Bunker, in so kleinen Gängen. Ist perfekt. Cool, was denn hier? Geil, eine MG. Mysteriös. Na gut. Also jetzt sind wir einmal rumgelaufen, sozusagen. Wo hat er sich nur versteckt? Kommt es gerade von da? Ich baller mal ein bisschen rum. Hallo. Ja. Boah, was war... Ah, nee. Zerreiße ich in der Luft. Bam. Keine Chance gegen Rambo. Einer nach dem anderen, ey. Voll krank. Aber gut, Leute, ich muss ja jetzt einen Schnitt machen, denn der Part ist mir wieder vorbei. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und dann hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder zu Let's Play Far Cry 1. Oh, bis dann, ne? Buzz, 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 buzz.